Ja, es gibt noch weitere Programme, die mit Gantt-Diagrammen umgehen können. Man sieht hier schon im Dateinamen oder im Programmname, der Vorgänger war OpenBroi. OpenBroi wird dann nicht mehr weiterentwickelt. Dennoch kann man es runterladen, installieren und damit arbeiten. Der Nachfolger nennt sich Projekt Libre. Hier ist die Oberfläche ein bisschen anders aufgebaut, aber im Prinzip hat man hier die gleichen Funktionen drin. Man kann hier auch entsprechende Verknüpfungen setzen, wenn das noch ein bisschen größer wäre. Hier sieht man auch schön die kritischen Vorgänge. Also kritischer Vorgang immer ein Vorgang, der praktisch für das Enddatum zuständig ist. Und da die jetzt keine Verknüpfung haben, drum sind die blau. Wenn ich die aber hier entsprechend weiter verknüpfe, dann werden die auch rot. Ja, ich kann jetzt hier zum Beispiel erhitzen eingeben. So, und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die Projekte, die ich hier abgespeichert habe, zu unterscheiden. Ich kann also mehrere Projektmappen anlegen. Bei der bin ich gerade. Ich habe hier eine Vorschau auf dieses Gantt-Diagramm. Ich habe hier die einzelnen Vorgänge. Also hier nochmal das Gantt-Diagramm, hier nochmal der Netzplan. Und das Ganze kann ich natürlich auch vergrößern und verkleinern, auch bei der Gantt-Darstellung. Wenn ich das verkleine, vergrößere, dann kann ich hier mir zum Beispiel auch überlegen, ob ich nicht auch mit Stunden arbeite. Ich habe bis jetzt immer mit Tagen gearbeitet, also Tag als Faktor, weil es einfacher ist, als jetzt hier entsprechende Stundenangaben zu machen, weil das Ganze dann wieder recht klein wird. Wenn ich das hier vergrößere, dann habe ich praktisch hier den größten Vergrößerungsfaktor und dann wird es schwierig, wenn ich hier eingebe, dauert 5 Minuten, dauert eine halbe Stunde. Ja, was haben wir hier noch? Ich habe hier auch meine Ressourcen, wer hier zugeteilt ist. Also ich kann jetzt hier sagen Hans, Peter und dann kann ich hier im Gantt-Diagramm auch entsprechende Ressourcenzuweisungen machen. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch hier wieder entsprechend aus. Ich habe jetzt hier auch die Ressourcen, die hier dazu gelegt werden. Es gibt noch ein weiteres Programm, das mit Gantt-Diagrammen umgehen kann. Das heißt ganz einfach Gantt Project. Man erkennt es an dieser Biene hier. Hier werden einfach die Vorgänge mit Steuerung T hinzugefügt oder mit Rechtsklick neuer Vorgang. Und dann kann man hier entsprechend die Vorgänge eintragen. Man kann sie wieder mit Drag and Drop miteinander verknüpfen. Man kann hier die kritischen Pfade anzeigen lassen. Diesmal sind sie nicht rot, sondern so schraffiert. Man kann hier auch sagen Meilenstein. Normalerweise, wenn ich sage Dauer 0, würde das gehen. Das geht jetzt in dem Fall hier nicht. Hier müsste ich also hergehen und sagen Meilenstein, dann habe ich hier so eine kleine Raute, die ich natürlich auch entsprechend zuweisen kann. Ich habe ein Ressourcendiagramm, hier kann ich auch mit Steuerung H entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen und dann später entsprechend zuweisen. Also ich kann jetzt hier hergehen und sagen, das macht dann der Hans und die Pfanne erhitzen, das macht dann
der Peter. Und schön ist auch, dass man das hinten in einer geschweiften Klammer sieht. Und dann haben wir hier noch ein Pair-Diagramm. Und den Zoom kann man hier entsprechend noch mit dem Mausrad entsprechend vergrößern und verkleinern. Hier oben ebenfalls.